Dankeschön. Oh mein Gott, wie süß. Kleine ist schon wieder eingeschlafen. Ja, der ganze Zauber war bestimmt auch tierisch anstrengend für Sie. Vielen Dank, dass ich bei diesem ganzen Zauber dabei sein durfte. Ich meine, mit euch gemeinsam am Taufbecken bei Sophia. Es war mir wichtig. Du sollst genauso Anteil an Sophias Leben haben wie Lars. Wisst ihr, ob Frau Schneider ihren Neffen auch eingeladen hat? Ja, ich denke schon. Wieso? Hat sich da etwa eine verguckt? So ein Quatsch. Ich frag mich bloß, wo die bleiben. Lars und Charlie sind ja auch noch nicht da. Stimmt, und Leonard ist auch noch nicht aufgetaucht. Die kommen bestimmt gleich. Entschuldigt, ich will mich nicht aufdrängen, aber vielleicht solltet ihr langsam zur Tafel bitten. Einigen knurrt ihr schon der Magen. Meine Lieben, seid mir bitte nicht böse, dass ich euch noch warten lasse, aber meine Tochter besteht darauf, dass wir zusammen mit ihrer Taufpatin und ihrem Vater anstoßen. Ich hoffe, die beiden sind jede Sekunde hier, also habt noch etwas Geduld. Entschuldigt mich bitte kurz. Ja, natürlich. Ja, Charlie hat so wundervolle Worte zur Taufe gefunden, da können wir tatsächlich unmöglich ohne sie anfangen. Ja. Zumal sie ja die ganze Feier hier ausrichtet. Na, hast du Leonard inzwischen erreicht? Nichts. Langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Ja, vielleicht ist er noch im Krankenhaus. Er hätte sich doch sonst bestimmt gemeldet. Du hast wohl recht. Die ganze Wohnung nach der Kette abgesucht. Das ist doch nicht so wichtig. Na doch, das ist ein schlechtes Omen. Die Kleine muss doch ihr Taufgeschenk bekommen. Charlie, wichtig ist nur, dass der Vater und die Taufpatin bei der Tauffeier nicht fehlen. Ja, ja, trotzdem. Nach Angelo Horten haben Sie Oliver gesehen? Vielleicht weiß der ja, wo ich sie hingetan habe. Tut mir leid, ich habe Ihren Neffen heute noch gar nicht gesehen. Oliver ist auch weg. Was ist denn heute los? Ich denke, jetzt ist es Zeit, dass wir anfangen, oder? Ja. Habt ihr die ganze Zeit auf uns gewartet? Selbstverständlich. Jetzt wart doch wenigstens die Reden ab. Du weißt doch gar nicht, ob Leonard auf Königsbrunne ist. Darf ich kurz um Aufmerksamkeit bitten? Natürlich nur bei denen, die noch nicht vor Schwäche umgefallen sind. Ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid. Ich weiß auch nicht, aber vielleicht ist was passiert. Tag, die Party. Mit uns gemeinsam zu feiern. Also gut. Aber vor allem möchte ich zwei wunderbaren Frauen danken, ohne die ich wahrscheinlich nie erfahren hätte, was für ein wunderbares Glück es ist, sein eigenes Kind auf den Armen tragen zu dürfen. Ich danke euch von Herzen, dass ihr mich ausgesucht habt, Sophias Vater zu sein. Ein größeres Geschenk hättet ihr mir nie machen können. Und deshalb möchte ich, dass wir alle... Ich hab sie! Sie war ins Futter gerutscht. Ach, Entschuldigung. Schon okay. Denn auch dir, Charlie, möchte ich danken, dass du uns diese schöne Feier ermöglicht hast. Aber vor allem, dass du dich bereit erklärt hast, Sophias Patentante zu werden. Und daher möchte ich euch bitten, eure Gläser zu erheben. Auf Sophia und meine liebe Schwester Charlie. Hallo! Liebe Gäste, liebe Familie, euch beide möchte ich jetzt auch einbeziehen, denn ab heute verbindet uns etwas ganz Besonderes. Die gemeinsame Sorge für Sophia. Dass ich eure Patentante sein darf, dafür danke ich euch sehr. Und dir, Lars, möchte ich auch danken für deine lieben Worte und für dein... Wie? Das war deine Dankesrede? Geht dir jetzt schon die Luft aus? Da kennt ihr mich aber schlecht. So schnell fehlen mir nicht die Worte. Kann ich bezeugen. Nein, was ich noch sagen wollte, ich habe ja selbst keine eigenen Kinder und deshalb... danke ich euch sehr, dass ihr mir diese wunderbare Nichte geschenkt habt. Das hättest du früher haben können. Olivia. Ich finde, Lars hat es recht, endlich die Wahrheit zu erfahren. Olivia, was soll das? Das will ich dir sagen. Du hättest längst Vater sein können. Erinnerst du dich noch an Simone? Deine erste große Liebe? Sie war nämlich schwanger von dir. Aber deine ach so wunderbare Schwester da. Sie hat dafür gesorgt, Olivia, bitte. Dass Simone das Kind abtreibt. Charlie, ist das wahr? Natürlich ist es wahr. Wieso sollte ich lügen? Und du hältst den Mund. Wieso sagst du nichts dazu? Wie kannst du davon überhaupt wissen? Du warst damals noch ein kleines Kind. Ich habe meine Quellen. Ach ja, deine Quellen. Ich vergaß. Los, verschwinde!
Ich wünsche allen noch ein schönes Fest. Charlie, sag mir, was damals passiert ist. Sag es mir. Können wir das nicht irgendwann in Ruhe besprechen? Hier und jetzt. Ich habe ein Recht darauf. Jetzt will ich wissen, was Olivia damit gemeint hat. Hat sie die Wahrheit gesagt? Oder war das wieder eine ihrer üblichen Intrigen? Du weißt doch, wie sie ist. Mit der Wahrheit hat sie es noch nie so genau genommen. Was ist damals passiert, Charlie? Sag es mir! Es hat tatsächlich mit Simone zu tun. Was ist mit ihr? So genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist doch schon 15, 16 Jahre her. Soll ich Olivia fragen? Die weiß es sicherlich ganz genau. Eines Tages stand Simone bei mir vor der Tür und sagte, sie sei schwanger von dir. Wieso weiß ich nichts davon? Du warst gerade in Boston und hast dich an der Uni eingeschrieben. Richtig, Boston. Und weiter? Sie hat mir den Schwangerschaftstest gezeigt. Der war positiv. Warum hast du mich nicht angerufen? Oder mir Bescheid gesagt, als ich wieder da war? Das wäre doch das Normalste auf der Welt gewesen. Du warst noch so jung, Lars. Und du hattest gerade das Stipendium für Boston bekommen. Außerdem hattest du dich 2 Monate vorher von Simone getrennt. Aus verdammt gutem Grund, wenn ich dich erinnern darf. Ich glaube das einfach nicht. Wenn du Vater geworden wärst, du hättest doch niemals dein Jurastipendium angetreten. Und du weißt, wie wichtig das für deine Karriere war. Oh ja. Lars, wir wollten doch immer raus aus dem Provinzmief. Etwas erreichen, erfolgreich sein. Das wäre viel schwieriger geworden mit einem Kind. Diese ganze Karrierenummer. Wohlstand, gesellschaftliche Anerkennung. Das hat mir nie viel bedeutet, aber dir. Und genau deshalb hast du Simones Schwangerschaft verschwiegen. Aus keinem anderen Grund. Ja, ich weiß, es war ein großer Fehler und es tut mir alles schrecklich leid. Was ist mit dem Baby? Ist das wahr, was Olivia gesagt hat? Ich habe Simone Geld gegeben und sie hat das Kind abgetrieben. Also ich weiß ja, dass man sich seine Verwandtschaft nicht aussuchen kann. Aber wer mit einer solchen Nichte geschlagen ist, der braucht wirklich keine Feinde. Ich habe meinen Bruder noch nie so wütend erlebt. So verletzt. Dann stimmt es also. Du hast ihm tatsächlich verschwiegen, dass seine Freundin ein Kind von ihm erwartet hatte? Ich wollte nicht, dass er sich seine Zukunft verbaut. Er hatte so glänzende Perspektiven. Das war sein Kind. Du hattest kein Recht. Ja, ich weiß. Ich hätte das nicht tun dürfen. Das kann ich nie wieder gut machen. Lars wird mir das nicht verzeihen. Das könnte man ihm zumindest nicht verdenken. Andererseits, die Zeit heilt alle Wunden. Arno, ich begreife heute auch nicht mehr, wie ich das tun konnte. Aber glaub mir, ich habe es nur gut gemeint. Das weiß Lars natürlich auch. Und deshalb, Charlie, er wird dir eines Tages verzeihen. Hoffentlich hast du recht. Alles andere wäre furchtbar. Lars? Ich weiß doch, dass du da bist. Mach die Tür auf, bitte. Was fällt ihr ein? Wie konnte Charlie das tun? Es tut mir so leid für dich.
Guten Morgen, Herr Schneider. Angelo, ist meine Schwester schon da? Tut mir leid, sie kommt heute etwas später. Kann ich was ausrichten? Danke, ich warte. Machen Sie mir bitte einen Espresso. Kommt sofort. Lars. Oh, hallo. Es ist normalerweise nicht meine Art, mich in die Angelegenheiten anderer einzumischen. Aber in diesem Fall, wissen Sie, ich bin mit Charlie so eng und so lange schon befreundet, dass ich mich fast verpflichtet fühle, ein gutes Wort für Sie einzulegen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Was sie getan hat, war absolut nicht in Ordnung. Natürlich hätte sie Ihnen die Schwangerschaft Ihrer Freundin nicht verschweigen dürfen. Ja, ich weiß Bescheid. Auf der anderen Seite, Lars, Sie hätten sie gestern Abend erleben müssen. Sie weiß genau, was er Ihnen angetan hat. Macht sich die bittersten Vorwürfe. Charlie ist völlig am Boden zerstört. Ich denke, Sie sollten das zumindest wissen. Morgen, Lars. Morgen. Hast du schon gefrühstückt? Angelo hat mir gesagt, dass du später kommst. Ich habe eine Espresso bestellt und auf dich gewartet. Du willst zu mir? Ja. Gut. Willst du noch eine Espresso? Ich will's kurz machen. Dass du mir vor 16 Jahren Simonas Schwangerschaft verschwiegen hast, ist durch nichts zu entschuldigen. Ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast. Ich weiß nur, dass mein Leben völlig anders verlaufen wäre, wenn du mir die Wahrheit gesagt hättest. Aber was noch viel schlimmer ist, dass du in all den Jahren nicht den Mut gefunden hast, mir diesen Fehler zu beichten, sondern immer so getan hast, als hätten wir beide das beste Verhältnis. Tut mir leid, Charlie. Ich kann dir das nicht verzeihen, auch wenn du meine Schwester bist. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich weiß nicht, warum du dich unbedingt hier mit mir treffen wolltest. So, der Junge ist erstmal weg. Ganz, ganz liebe Grüße nochmal an dich. Danke. Wir können doch die Unterlagen auch in deiner Kanzlei durchgehen. Ich kann mich hier nicht konzentrieren. Lass uns gehen. Charlie, gib ihm etwas Zeit. Er redet nicht mehr mit mir. Ach, er beruhigt sich schon wieder. Du wirst sehen, eines Tages hat er dir verziehen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich mir selbst verzeihen kann. Ich hätte dieses Mädchen nie zu der Abtreibung überreden dürfen. Ach, es ist so lange her. Charlie, er kommt darüber hinweg. Du bist seine Schwester. Ich fürchte, das ist diesmal nicht genug. Meinst du, der hat mal Lust, ins Kino zu gehen? Keine Ahnung, frag ihn doch. Kannst du das nicht machen? Wir können doch alle zusammen gehen. Sonst denkt er noch, ich will ihn anmachen oder so. Mal sehen. Hallo, ihr zwei. Hi. Na, Schule schon vorbei? Ja, aber wir haben gleich noch ein Treffen mit den Leuten von der Theater-AG. Ich suche Lars. Hast du ihn zufällig gesehen? Heute noch nicht. Oben ist er nicht, in der Kanzlei ist er nicht und bei seinem Handy geht nur die Mailbox an. Er ist sicher noch fertig wegen der Sache mit Charlie. Ja, deswegen mache ich mir doch Sorgen. Solltest du auch. Da ist er. Lars. Hallo. Hallo, ich hab dich schon gesucht. Entschuldige, ich musste den Kopf freikriegen. Und, wie geht's dir? Was soll ich sagen? Enttäuscht, wütend, keine Ahnung. Hast du noch mal mit Charlie gesprochen? Ja, aber das ändert nichts daran, was sie getan hat. Oh. Wir sind dann weg. Macht's gut. Bis später. Kind wäre jetzt fast so alt wie Lisa. Bild dich nicht selbst. Ich verstehe nicht, wie sie mir das antun konnte. Sie hat kein Recht, sich einzumischen. Es tut ihr doch leid. Sie hat selbst gesagt, dass es ein Fehler war. Ja, aber die Einsicht kommt 16 Jahre zu spät. Auf so jemand kann ich sehr gut verzichten. Hallo, Lars. Was willst du? Ich weiß, wie unendlich wütend du auf mich bist, aber ich wollte dir noch mal sagen...
Carla hat mir erzählt, dass die Kleine bei euch ist. Und ich muss ihr doch ihr Taufgeschenk geben, eine kleine Kette. Danke. Hallo. Hallo, Susanne. Ja, darf ich Sie noch mal sehen? Ich würde gerne noch mal sehen. Sie ist gerade eingeschlafen. Oh, schade. Naja, vielleicht dann ein anderes Mal. Ja, vielleicht. Bis dann. Glaubst du nicht, dass das nur ein harmloser Ehekrach war? Sowas kommt vor? Also, so harmlos sah das nicht aus. Hätte Jana sehen sollen. Völlig aufgelöst. Total fit. Ich muss arbeiten. Jana, wenn wir irgendwas für dich tun können... Danke. Ich weiß, wie weh das tut. Aber Leonard und du, ihr schafft das bestimmt. Das glaube ich nicht. Mach's gut. Bis dann. Ach, Jana, bitte setz dich einen Moment zu mir. Also gut. Sag mal, das zwischen Leonard und dir, was war denn das gestern? Eigentlich möchte ich nicht darüber reden. Aber du willst doch nicht ernsthaft behaupten, dass er dich nicht mehr liebt? Es ist noch viel schlimmer. Dann erzähl es mir doch. Leonard hat Sarah geküsst. Sarah, Leonard, seine Schwester. Ja, und? Es ist anders, als du denkst. Als die beiden sich kennengelernt haben, da wussten sie noch nicht, dass sie Geschwister sind. Sie haben sich verliebt. Und seitdem kommen sie nicht mehr voneinander los. Als ich Sarah gestern gefragt habe, wo sie auf Sophias Taufe war, da hat sie mir frech ins Gesicht gelogen. Weil sie bei Leonard war. In unserem Schlafzimmer. Und sie hat ihn geküsst. Ich hasse diese Schlange. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Hey, Jana. Komm, lass dir helfen. Hallo. Die Sachen bringe ich gleich nach oben. Wenn du irgendwie reden möchtest... Danke. Magst du was essen? Eigentlich habe ich überhaupt keinen Hunger. Kann ich nicht gleich nach oben gehen? Ja, klar. Ja, klar. Ja. Du weißt ja, wo es ist. Ne? Die Tasche bringe ich dir gleich nach. Oh Mann. Es tut echt weh, sie so zu sehen. Ja. Gibt's was Schlimmeres als Liebeskummer. Aber vielleicht peppeln wir sie hier ja wieder auf. Was meinst du? Ja. Musst du wirklich schon gehen? Und wenn ich... Dein Taxi mit dir? Wir könnten irgendwo hinfahren. Und uns wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verhaften lassen? Als Ersttäter kriegen wir Bewährung. Oder bist du in der Hinsicht schon vorbestraft? Hm? Oh, ja. Hallo, Olli. Lasst euch nicht stören. Ich muss sowieso los. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bist du wegen Charlie hier oder weil du dich verabschieden willst? Ich schmeiß nachher noch eine letzte Runde unten im No Limits. Du kommst doch. Ich lass meinen Lieblingsneffen doch nicht einfach so auf die sieben Weltmeer reinfleuchen. Mal abgesehen davon, dass ich dein einziger Neffe bin. Kann ich kurz reinkommen? Ich würde gern was mit dir besprechen. Ich müsste eigentlich noch in die... Dauert nicht lange. Wegen Charlie. Ja, wusste ich doch. Hat sie dich geschickt? Nein, hat sie nicht. Aber ich habe das von einem Schneiders mitgekriegt. Dann hast du auch bestimmt mitgekriegt, dass es dann nichts mehr zu besprechen gibt. Doch. Ich find's nicht okay, dass du ihr verbietest, Sophia zu sehen. Meine Tochter hat eine bessere Patentante verdient. Mann, Lars, das ist 100 Jahre her. Und du siehst doch selbst, wie leid dir das alles tut. Oliver, Charlie hat mich jahrelang hintergangen. Das kann ich ihr nicht einfach so verzeihen. Egal, wie lange es her ist. Aber Charlie war immer für dich da. Hey, das geht nur Charlie und mich was an. Halt dich da raus, ja? Jetzt geh schon hin. Das kann ich doch nicht bringen. Wenn ich jetzt, wann dann? Du hast es echt gut. Umsonst um die ganze Welt und wirst auch noch dafür bezahlt. Auf so einem Kreuzfahrtschiff ist auch nicht alles Gold. Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe keinen Job mehr und wäre fast unter der Brücke gelandet. Oh, tut sie so, als hätte sie betteln müssen, um bei uns unterzukommen. So ein Quatsch. Du weißt ganz genau, dass ich dir mein Leben lang dankbar sein werde. Aber hätte Lars mir kein Asyl gewährt, würde ich sofort mitkommen und mit auf deinem Kahn anheuern. Hey.
Ich würde dich natürlich auch mitnehmen. Lisa, kann man dir irgendwie helfen? Ja, ich habe nur gehört, dass du bald wieder fährst und ich wollte mich bloß verabschieden. Das ist ja süß von dir. Setz dich doch zu uns. Echt? Ja, bring deine Freundin auch mit. Wir haben uns doch schon auf der Taufe gesehen, oder? Du bist die Tochter von Susanne. Das weißt du? Ja, das ist nicht alles. Ich weiß auch, dass du mal mit Andi zusammen warst. Ah, schon lange nicht mehr. Lisa ist solo im Moment. Du kannst also zuschlagen. Aha. Oha! Das ist leider mein letzter Tag in Düsseldorf. Sonst würde ich keine Sekunde zögern. Ne? Hey, was sind denn das für Sitten? Du hast mir gar nicht erzählt, dass wir deinen Abschied feiern. Das wird schon seine Gründe haben. Wo geht eigentlich dein nächster Turn hin? Entschuldigt mich mal kurz. Und? Hast du dich inzwischen bei Charlie entschuldigt? Wieso? Ich habe doch nur die Wahrheit gesagt. Ja, und das war trotzdem total daneben. Und das weißt du auch. Charlie hat ja nichts getan. Sie ist dafür verantwortlich, dass Andi sich von mir getrennt hat. Andi hat sich von dir getrennt, weil du eine Lügnerin bist. Also, wirst du dich bei Charlie entschuldigen, ja oder nein? So weit kommt's noch. Nein. Darauf habe ich keinen Bock. Ja. Und ich habe keinen Bock auf jemanden wie dich. Oh, verdammt! Was ist denn los? Sind die Nudeln verkocht? Wer ist das? Also, wenn ich die Hose noch finde, dann setze ich gleich frische auf. Carla, waren wir nicht erst um 5 verabredet? Ja, ich weiß, erst in einer halben Stunde. Ich war da einfach im No-Limit. Na Quatsch, komm rein. Na, meine Kleine? Sag mal, hast du auch irgendwo meine... Ah, sehen Sie. Hallo, Carla. Hallo. Wir wollten gerade Spaghetti machen. Isst du was mit? Ich muss gleich weiter ins Auktionshaus, danke. Also, meine Süße. Dann wünsche ich euch einen ganz schönen Tag, ja? Ja, den werden wir haben. Wann soll ich sie denn wiederbringen morgen? Wenn du ausgeschlafen und gefrühstückt hast. Dein Vater hat sich ja Mörderprogramme für dich ausgedacht. Keine Sorge. Wir machen nur einen kleinen Spaziergang und dann machen wir es uns gemütlich. Du hast halt so insgeheim gehofft, Oliver würde wieder dauerhaft nach Düsseldorf ziehen. Ja, gehofft natürlich, aber ich kann doch nicht erwarten, dass er meinetwegen hier bleibt. Obwohl ich ihn so nötig brauchen könnte. Olli, du musst los, oder? Ja, ich werde auch auf der Baustelle erwartet. Viel Glück, mein Junge. Und lass dich mal wieder blicken. Mach ich, Herr Brandner. Schade. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Ich habe ein Taxi bestellt. Das wartet bestimmt schon. Mhm. Danke, Angelo. Sag mal, was bezahlst du Angelo eigentlich? Festgeld und Umsatzbeteiligung. Und der Tipp wird mit der Küche geteilt? Na, nein, Xaviers Gehalt ist schon unverschämt genug. Dein Personal lebt also gar nicht so schlecht. Beneidenswert. Weshalb willst du das wissen? Auf diesen Kreuzfahrtschiffen hingegen wird man ganz schön ausgebeutet. Und das Reaktionsvermögen meiner Tante war auch schon mal besser. Wenn du mir nicht gleich einen Job anbietest, sitze ich echt gleich im Taxi. Aber ist mir... Okay, dann ab auf die Galeere. Jetzt warte doch mal, Olli. Du willst hierbleiben? Also wenn das wegen mir ist, dann möchte ich das nicht. Wegen dir? Ich habe einfach keinen Bock mehr auf die tontige Steward-Uniform. Oh. Oh. Hör mal, du schläfst natürlich zuerst bei mir auf dem Sofa. Oh mein Gott, nee. Mit der Chefin in einer Wohnung, so weit kommt's noch. Naja, gut, dann finden wir was anderes. Wenn's nur das ist. So, Spaghetti con pesto alla rugato. Na, ein bisschen mehr Begeisterung, bitte. Die Nudeln sind al dente und das Basilikum sozusagen frisch beim Gemüsehändler gepflückt. Okay, die Karte im No Limits ist auch nicht schlecht. Ach, lass bitte. Meine Freundin spricht. Fandest du unseren Auftritt eben nicht völlig daneben? Was heißt denn hier völlig daneben? Woher soll ich wissen, dass Carla plötzlich vor der Tür steht? Na
Naja, es war total rücksichtslos. Ich meine, dauernd drücken wir rein, wie verliebt wir sind. Na, es lässt sich eben nicht vermeiden. Aber vielleicht sollten wir es versuchen, wenigstens vor ihr. Okay, es wäre für alle Beteiligten das Beste, wenn wir Carla eine Zeit lang nicht mehr sehen würden. Aber wir haben nun mal ein Kind zusammen, für das wir Verantwortung tragen, alle drei. Es war trotzdem eine blöde Situation. Und du machst dir zu viele Gedanken. Ich habe das Gefühl, dass Carla sehr gut mit der Situation klarkommt. Sie freut sich für uns. Oder siehst du das anders? Sie war vorhin so schnell weg. Sie hatte einen Termin. Ach, komm schon, Susanne. Ich glaube nicht, dass Carla der Typ ist, der zu Hause sitzt und Frust schiebt, oder? Ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, später vorbeizukommen. Weißt du, die Bilder von der Taufe sind fertig. Oh, ich bin schon mit Jana verabredet. Ach so, ja. Dann vielleicht irgendwann anders. Dir geht's nicht gut. Doch, doch. Komm schon, was ist los? Leonard, mir geht's beschissen. Mir fällt die Decke auf den Kopf und ich weiß überhaupt nichts mit mir anzufangen. Sophia ist nicht da und... Pass auf. Ist es okay, wenn ich Jana mitbringe? Natürlich. Gut. Dann kommen wir nachher zusammen bei dir vorbei. Du bist ein Schatz. Danke. Nein, nur dein Bruder. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie es da aussieht. Das Blue Eyes ist komplett abgebrannt. Ein Glück, dass Olivia nichts passiert ist. Was denn Brandstiftung? Keine Ahnung. Es wird noch untersucht. Bestimmt ist meine ganze Plattensammlung hin. Raris, Importe, die kriege ich nie wieder. Glaubst du, ich bekomme wenigstens Geld von der Versicherung? Hast du denn Fotos von den Schäden gemacht? Ach, die haben uns doch noch nicht mal da reingelassen. Ja, solange die Ermittlungen laufen. Sag mal, kannst du nicht noch mal mit mir hinfahren? Wenn du sagst, du bist Anwalt, dann lassen sie uns bestimmt kurz rein. Das würde ich ja gerne, aber Sophia schläft. Ich kann sie nicht alleine lassen. Susanne ist doch da. Ich muss zur Arbeit und so schnell finde ich keinen Ersatz. Coco, ich habe mit Kindern ungefähr so einen Vertrag wie du mit Pferden. Ich habe Angst vor denen. Hey. Hi. Ich habe gehört, ihr seid auf der Suche nach einem smarten, charmanten, ordentlichen und zuverlässigen Mitbewohner. Hey, Olli könnte doch gleich eine Eignungsprüfung machen. Coco, sei mir nicht böse, aber würdest du dir zutrauen, eine Stunde auf Sophia aufzupassen? Aber hallo! An Bord, da war ich der Chef-Babysitter. Der Steward, dem die Mütter vertrauen. Oh, danke. Probieren können wir es doch. Du bist doch bald wieder zurück. Also gut. Charlie, kann ich dich gleich mal zurückrufen? Du, ich wollte mich nur kurz erkundigen, wie das mit der Wohnungssuche geklappt hat. Ja, alle.
alles geklärt. Was? Na, das ging ja schnell. Ja. Du, warte mal kurz. Wo hab ich denn den Schnuller? Welcher Schnuller? Sag mal, wo bist du denn? Ich bin bei Lars. Er hat mir angeboten, in Gregors Zimmer zu wohnen. Und nebenbei wurde ich gleich noch als Babysitter engagiert. Oh, schön. Es ist nicht okay für dich. Was? Dass ich bei Lars wohne. Ach, natürlich doch. Es ist nur... Es macht mich eben traurig, wenn ich mir vorstelle, dass ich die Kleine wahrscheinlich nie richtig kennenlerne. Charlie, jetzt wart's doch erst mal ab. Nein, Lars wird mir das ewig übel nehmen. Zu Recht. Charlie. Naja, jetzt ist ja auch egal. Jetzt kümmerst du dich mal um Sophiachen und gib ihr einen Kuss von mir, ja? Mach ich. Wäre wirklich schade, wenn du deine Tante nicht richtig kennenlernen würdest. Die ist nämlich echt cool drauf. Guck mal, da sieht fast so aus, als würde die kleine Sophia dem Monsignore die Zunge rausstrecken. Naja, ganz die Mama eben. Wenn ich mich daran erinnere, wie du damals auf deiner Kommunion... Komm, bitte nicht die alten Geschichten, ja. Oh, ich liebe alte Geschichten, vor allem, wenn sie mit meinem Mann zu tun haben. Oh. Also, da hätte ich einiges auf Lager. Oh, Moment. Ich bin nicht hergekommen, um mich bis auf die Knochen zu blamieren, okay? Stell dich doch nicht so an. Ich finde schön, dass ihr euch wieder versöhnt habt. Ja, finde ich auch. Trotzdem müsst ihr mich kurz entschuldigen. Die Toilette? Da hinten. Sag mal, dein Single-Leben scheint dir nicht besonders gut zu bekommen, oder? Merkt man mir das an? Naja. Ich kann die Zeit mit Susanne nicht einfach abhaken. Dazu war sie viel zu schön. Und ich hätte Sophia sicherlich gerne mit ihr aufgezogen. Ich musste mich doch von ihr trennen. Ich hab doch gemerkt, wie sie die ganze Zeit mit Lars... Hey. Ihr beide, ihr standet euch mal so nah da. Es ist vollkommen normal, wenn du sie jetzt vermisst. Hallo. Charlie, was machst denn du hier? Lars ist doch noch weg, oder? Ja? Ja, dann lass mich rein. Ich möchte so gerne mal meine Nichte sehen. Charlie, du weißt ganz genau, dass er das nicht will. Nur ganz kurz, nur 5 Minuten. Ich bin dann gleich wieder weg. Du musst es ihm ja nicht erzählen. Okay, dann komm rein. Danke. Oh, mein Engel, ich hab dich so vermisst. Ja. Wie süß. Ich hoffe, ich habe euch mit meiner Laune nicht allzu sehr genervt. Es tut mir leid. So ein Quatsch. Hätten wir dich sonst gefragt, ob du noch mit ins Kino kommst. Aber du willst ja nicht. Vielleicht hast du ja doch lieber Lust auf eine Runde Poker auf Königsbrunn. Ach, weißt du, erstens gewinnt Leonard sowieso immer. Und zweitens ist das glatt gelogen. Ich habe tatsächlich noch einiges im Auktionshaus zu tun. Tja, ein bisschen Nachtleben und ein paar neue Leute würden dir aber auch ganz gut tun. Ich weiß, du bist Mutter. Aber du solltest trotzdem nicht vergessen, dass du auch noch ein eigenes Leben hast. Und Lars passt heute schließlich auf die Kleine auf. Also was spricht dagegen? Ich überleg's mir, ja? Tschüss. Denk nicht zu lang drüber nach, sonst ist der Abend vorbei. Mach ich.
ich will dich ja nicht rausschmeißen, aber du musst jetzt wirklich langsam gehen. Ja, 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 sofort. Aber vorher singt dir Tante Charlie noch ein Schlaflied vor, ja? Das macht Tante Charlie dann das nächste Mal. Oh Mann, Charlie, du wolltest nur 5 Minuten bleiben. Ja, 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 ist gut. Also, dann besuch dich Tante Charlie ganz bald wieder und bring dir auch was Schönes mit, mein Schätzchen. Ja? Bitte, lass es dem Weihnachtsmann sein. Dann drucke ich gleich mal die Fotos aus. Ja, tu das. Oh. Ich glaube, ihr knallt jetzt gewaltig. Charlie? Lars, ich hab's ihr erlaubt. Was machst du bei meiner Tochter?